Hallo meine lieben Freunde und willkommen zur 16. Folge von Assassin's Creed Unity. Und da ich ja das letzte Mal so super genial geschnitten habe, sind wir jetzt... Oh. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe keine Ahnung, egal. Ja, wir können auch hier drüber laufen. Das geht auch. Okay. Und wir verlieren Leben mit der Zeit. Wahrscheinlich wegen der Hitze und wegen dem Rauch. Na egal. Los! Lauf weiter. Wow. Ja, es ist Arno. Ja, es ist sehr, sehr klug, in einem Pulverlager rumzuhantieren, während man auch selber drin ist. Also, das muss ich dir lassen. Du hast ordentlichen, leichten Sinn. Und zwar richtig ordentlichen, leichten Sinn. So, da geht's weiter. Hopp. Lauf. Spring. Spring hoch. Und lass die Fabrik in die Luft gehen. Hallo? Oh ja. Also machen ohne Sinn und Verstand. Kommen wir da dran? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen hier oben. Ja, da oben müssen wir hoch. Genau. So. Hopp. Ja, und jetzt springen. Oh yeah, was für eine Sprungschanze. Ja, bloß nicht auffallen. Gut. Oh mein Gott, wie bescheuert muss so eine Mission sein. Arno, hast ganz schön Probleme. Na, jetzt hätten wir auch genau den Ort synchronisieren können. Jetzt sind wir gerade da. Machen wir aber nicht. Wir gucken, wo wir als nächstes hinreisen müssen. Und scheinbar müssen wir jetzt den Großmeister umbringen. Oder nicht? Ich weiß es nicht. So. Ja, was habe ich gerade gemacht? Ich weiß es nicht. Ah ja. Eine Schnellreise getätigt. Stimmt. Aber ich muss sagen, ich finde diese Welt sehr, sehr stimmig. Also die Level-Designer, die dieses Meisterwerk vollbracht haben, die verdienen echt, echt, echt dickes Lob. Auch wenn die Performance richtig scheiße ist. Aber es liegt ja nicht an den Level-Designern. Ich meine, das müsste auch richtig deprimierend für die sein, wenn die sich so viel Mühe gemacht haben, allein schon mit dem Charakterdesign und so weiter. Wie die detailliert sind, wie viel Verschiedene es hier gibt. Es ist schon genial. Ich weiß noch, wo es damals bei, ich meine, lasst mich jetzt nicht lügen, aber bei einem in... Boah. Ich meine, in Istanbul war das.
Revelations. Da gab es... Jetzt nimm die Mission an. Nimm die Mission an. Da gab es 100 verschiedene Aussehen. Ich weiß das auf jeden Fall, weil die Farben so grell waren, dass mir eine Figur immer wieder ins Auge gesprungen ist. Es kommt Verstärkung, bevor der Meister hier eintrifft. Wir werden Schützen postieren. Hier steht alles. Erledigt das. Und hier ist das überhaupt nicht so. Sollen wir mit ihnen gehen? Mit der Leibwache des Meisters. Die kommen schon alleine klar. Schätze, du hast recht. Ich suche mir mal ein schönes Versteck, bevor der Rest von denen eintrifft. Gut. Scheinbar müssen wir etwas vorbereiten. Und 42 Waffen. 42 Waffen sind schon viel, aber nicht unschaffbar. Würde ich mal so sagen. Dann gucken, was wir hier durch Schleichen erreichen können. Also die Alarmglocke muss als erstes dran glauben, ja. Einige Friedhofswärter haben mehr gehört, als sie sollten. Sie sind in den Katakomben. Also muss die Leibwache des Meisters sie rausholen? Scheint mir übertrieben. Die Bastarde wehren sich, sitzen fest wie Zecken. Sie sollten besser tot sein, wenn der Meister eintrifft. Ich will nicht, dass er angreifbar ist. Gut, das bedeutet, wir müssen... scheinbar in die Katakomben. Etwa? Hier müsste es so eine Art Treppe geben. Ja. Da kommen wir nicht durch. Ab nach unten. Da gibt es auch eine Truhe. Wie schön. Kann man sogar öffnen. Schon. Was haben wir denn hier noch? Ich weiß es jetzt nicht. Oh, da vorne. Müssen wir verteidigen. Gut, dann machen wir das mal. Aua, den habe ich nicht gesehen. Ich sollte wirklich mal lange Waffen probieren. Komm. Ich sammle die anderen. Wir halten hier die Stellung und decken euren Rückzug, wenn es sein muss. Cool. Jetzt haben wir eine Möglichkeit, durch die Untergründe zu verschwinden. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Muss ich ehrlich sagen. Und wir haben wieder Medizin. Das ist ja noch nicht schlechter. Das macht langsam richtig Spaß. Aha. Na, was gibt es hier noch? Nichts mehr. Scheinbar. Okay, dann suchen wir uns halt einen anderen Weg, wo wir rauskommen. Naja, alle Alarmglocken haben wir auch noch nicht sabotiert, aber das muss wahrscheinlich auch nicht sein. Zumindest ist dieser Weg hier unten rauszukommen sehr, sehr gut. So, hier ist noch irgendwo was.
Ein grüner Punkt. Was macht der grüne Punkt? Moment mal. Oh. Das war schlecht. Oder es war gut. Denn die Karten, die sind jetzt bestimmt... Nein, doch. Sie sind angelockt. Ja, da kommen sie. Komm, den kriegst du. Perfekt. Wer hat dich umgebracht, Antoine? Jemand hat Saint-Pierre kalt gemacht. Du gemäßigter... Oh ne, jetzt müssen wir sogar kämpfen. Aua! Greif die von hinten an! Naja, solange der nicht die Alarmglocke läutet, ist ja alles okay. Dann haben wir hier noch eine Alarmglocke zu sabotieren. Perfekt. Hier steht genau, wo Lafreniere sich zu welchem Zeitpunkt aufhalten wird. Noch leichter hätten sie es mir kaum machen können. Ja. Hab ich dich. Da hat man allerdings recht. Es fehlt nur noch eine... Oh. Etwas geht hier vor sich. Na, man kann bestimmt von der anderen Seite angreifen, ne? Haha. Oh. Zu weit gesprungen. Aber trotzdem fertig. Geil, jetzt sieht man auch, wo was hinkommt. Super. Und damit haben wir auch die letzte Alarmglocke sabotiert. Jetzt müssen wir nur noch in einen Heuhaufen warten. Gut. Dann such dir mal einen Heuhaufen. Oder was will man jetzt tun? Such dir einen Heuhaufen. So. Ach, da oben. Kann man ja auch noch Sachen. Kann man auch noch Leuten das Fürchten lehren. Mhm. Das ist ja super. So. Dann nehmen wir diesen Heuhaufen und wir sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein.